Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht jetzt hier um Internetrecherche. Das heißt letztlich auch darum, wie man Suchmaschinen bedienen kann oder vielleicht sogar sollte. Was sind Suchmaschinen? Suchmaschinen dienen dazu, Informationen, Grafiken, Videos und Dokumente in einem Netzwerk von Computern wie dem Internet zu finden. Hier in dieser Abbildung sehen wir ein prominentes, ein bekanntes Beispiel, nämlich Google. Suchmaschinen verwenden Computerprogramme, um das Internet mit seinen Webseiten nach Inhalten wie zum Beispiel Fotos und E-Mail-Adressen zu durchsuchen. Diese Programme werden als Webcrawler bezeichnet. Webcrawler sind Programme, die über Hyperlinks, also kurz von Vera Links, die sich auf einer bereits gefundenen Seite befinden, zu den mit ihr verlinkten Seiten gelangen. Wie hier in dieser nebenstehenden Abbildung gut zu sehen ist. Das heißt, hier ist der Webcrawler auf der ersten Seite, kommt dann durch einen Hyperlink, durch einen Verweis auf die zweite Seite. Auf der zweiten Seite gibt es mehrere Hyperlinks. Der eine verweist auf C, der eine Verweis, und der andere Hyperlink verweist auf die Seite D. Das heißt, der Crawler, das Programm, schaut auf Seite C nach, welche Links dort sind, auf Seite D und so weiter. Harvester sind, im Gegensatz zu Webcrawlern, jetzt Programme, die Webseiten nach E-Mail-Adressen und Telefonnummern durchsuchen. Die Verweise auf die gefundenen Webseiten, Internetadressen und deren Inhalte, also zum Beispiel Texte, Videos und so weiter, werden in einem sogenannten Index gespeichert. Und das Suchmaschinenranking bezeichnet die Reihenfolge, in der die Ergebnisse der Suchanfrage angezeigt werden. Je früher Ergebnisse angezeigt werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese aufgerufen werden. Also noch einmal, die Inhalte, die die Suchmaschine speichert, werden in einem Index gespeichert. Dann sind wir bei den Arten von Suchmaschinen. Ich habe hier vorhin schon vom Index gesprochen. Das betrifft hier natürlich die indexbasierten Suchmaschinen. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Meta-Suchmaschinen. Jetzt einmal zu den indexbasierten Suchmaschinen, wie zum Beispiel Google. Crawler für die Webseiten und Harvester für die E-Mails und Telefonnummern durchsuchen das Internet nach geeigneten Informationen. Das Verzeichnis von Verweisen auf gefundene Informationsquellen, zum Beispiel Webseiten, Videos, E-Mail-Adressen, wird als Index bezeichnet. Und bei einer Suchanfrage wird dieses Verzeichnis, also der Index, durchsucht und nicht das Internet selber. Es ist ja vorher schon durchsucht worden. Die Antwort auf eine Suchanfrage über einen Index erfolgt wesentlich rascher als eine direkte Durchsuchung des Internets. Wir haben also hier die Suchmaschine, die durchsucht mit diesen Crawlern und Harvestern die Informationsquellen, sprich die Webseiten. Die werden dann gespeichert im Index und der Benutzer, die Benutzerin, richtet mit ihrer Suchmaschine, dann errichtet eine Anfrage an die Suchmaschine und die schaut dann im Index nach. Was sind jetzt Meta-Suchmaschinen? Ein Beispiel wäre MetaGer. Anfragen einer Meta-Suchmaschine werden an mehrere indexbasierte Suchmaschinen weitergeleitet. Und man ist bei der Suche nicht auf einen Index einer einzelnen Suchmaschine beschränkt. Da mehrere Suchmaschinen abgefragt werden, dauert die jeweilige Suche länger. Meta-Suchmaschinen eignen sich vor allem bei besonders selten vorkommenden Suchbegriffen. Hier wieder zur Abbildung. Der Benutzer, die Benutzerin richtet die Anfrage an die Meta-Suchmaschine und die reicht dann diese Anfragen weiter an mehrere Suchmaschinen. Die schauen dann wieder in einen Index nach, den sie vorher ja erstellt bekommen haben, aufgrund der Crawler, Harvester, die sie dann selber dann ins Internet geschickt haben. Das heißt, bei der Meta-Suchmaschine werden mehrere Suchmaschinen abgefragt. Nun sind wir zu den Suchstrategien angekommen. Und hier ein paar Tipps und Hinweise. Erster Tipp wäre die Verwendung von wenigen präzisen Begriffen. Also man sollte ungenaue Begriffe in langen Sätzen vermeiden. Wenn wir uns das hier anschauen, da steht, wann verließ Kaiser Karl die Welt, dann ist erstens mal klar, dass die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden muss. Man kommt zu den gleichen Ergebnissen. Man sollte, wenn man die zweite Anfrage hier anschaut, wo man zu genaueren Ergebnissen kommt, nämlich auf der rechten Seite, so wenige Wörter wie möglich eingeben. Man bekommt genauere Ergebnisse, wenn man hier zum Beispiel Karl der Große eingibt und nicht Kaiser Karl. Weil es gab mehrere Kaiser Karl, aber wenn man dann genau das Datum haben möchte, zusammen mit Karl den Großen, dann wäre es natürlich günstig, Tod Karl der Große einzugeben. Das heißt, wenige präzise Begriffe verwenden, nicht allzu lange Sätze. Dann, nächste Strategie wäre gezielte Suche mit Verwendung von Anführungszeichen. Was ist die Wirkung der Anführungszeichen? Eine gefundene Webseite muss in dem Fall hier genau den Begriff Gehirn beinhalten, weil hier Gehirn genau unter Anführungszeichen gestellt wurde. Also die Webseiten werden durchsucht und wortwörtlich muss dann der Begriff vorkommen.
Es wird trotzdem noch zusätzlich erkannt, dass der Begriff Gehirn natürlich eine besondere Bedeutung hat, weil hier steht dann Frontalhirnzentrum als erstes und hier sehen wir dieselbe Abfrage ohne Anführungszeichen. Da sehen wir, dass eine andere Reihenfolge da ist und der erstgenannte Begriff in dieser Reihenfolge, also ohne Anführungszeichen, ist Lison und hat eine besondere Bedeutung und wird deshalb auch als erstes hier dann angeführt. Während hier dann Lison zum Beispiel, wo es hier als erstes Wort steht, erst später dann von Bedeutung ist. Und hier bedeutet Gehirn, dass hier Gehirn eine besondere Bedeutung hat und hier dann auch Webseiten nur angeführt werden, wo Gehirn tatsächlich vorkommt. Also Anführungszeichen, Suche nach wortwörtlich vorkommenden Wörtern in Webseiten. Dann haben wir die Eingrenzung der Suche mit Minuszeichen. Das bedeutet hier dann, hier werden nur Seiten durchsucht, wo der Begriff, der dahinter vorkommt, also hinter dem Minus vorkommt, nicht enthalten ist. Das heißt in dem Fall hier, Lison Gehirn minus Wikipedia, bedeutet, dass Wikipedia nicht vorkommen darf. Vorhin haben wir gerade noch lauter Seiten aus Wikipedia gehabt. Hier kommt der Begriff Wikipedia nicht mehr vor. In dem Fall halt auch keine Seiten von Wikipedia. Dann die Wirkung von Site. Site bedeutet, Site Doppelpunkt, und dann gibt man die Internetadresse der Seiten an, die man durchsuchen möchte, dass tatsächlich nur unter Wikipedia.org gesucht wird. Das heißt lauter Seiten, die bei der Internetadresse in Wikipedia.org beinhalten, nur die werden durchsucht, aber nicht mehr andere. Dann Filetyp. Wenn man nur nach bestimmten Dateitypen suchen möchte, das heißt Texte zum Beispiel im PDF-Format, müsste man Filetyp Doppelpunkt PDF eingeben und die gesuchten Begriffe kommen dann tatsächlich nur in diesem Bereich dann, werden nur dann angeführt, wenn es sich um PDF-Dokumente handelt. Man könnte auch andere Dateitypen anfügen. Dann hier die Verwendung zum Beispiel hier mit diesen Platzhaltern. Ein Stern ist letztlich nichts anderes als ein Platzhalter. Und da, der könnte mit allen möglichen Dingen gefüllt werden, wird aber eher natürlich dann gefüllt werden von Begriffen, die häufiger vorkommen. Also in dem Fall hier zu Sternchen kann doch was einen anderen Begriff gefüllt werden, dem Tyrannen. Verweist dann für die Deutschkundigen zu Dionys, dem Tyrannen. Also Dionys kommt öfter vor als Platzhalter. Und erscheint deswegen auch dann vorne bei den ersten Begriffen, dann wird es dann gleich erwähnt. Dann kann man auch, und das ist sehr wichtig, die Inhalte, die gesucht werden, nach Lizenzen gefiltert werden. Ich habe jetzt hier mal Webseiten. Man kann hier bei Google, wenn man ein Beispiel rausnimmt, kann diese Lizenz, also die Berechtigung, etwas zu machen, kann dann bewusst dann eingegrenzt werden. Das bedeutet dann, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat und die Erlaubnis hat, und das, was man findet, auch zu bearbeiten oder zu verändern oder es an jemand anderen weiterzugeben. Oder auch, dass man die Inhalte, die man dann hat, wenn man sie bearbeitet hat zum Beispiel, dann verkaufen kann. Das heißt, man sollte dann, wenn man es gefunden hat, dann natürlich auch danach dann immer schauen, stimmt das wirklich, hat sich die Suchmaschine geirrt oder ist es tatsächlich so, dass ich dann wirklich die Inhalte dann bearbeiten und weiter benutzen kann. Das mache ich bei Google so, indem ich hier oben auf dieses Rädchen da gehe, mir erweiterte Suche auswähle und als Nutzungsrechte dann auf der Seite, die geöffnet ist, dann hier eingebe zum Beispiel frei zu nutzen, weiterzugeben oder zu verändern oder nur frei zu nutzen oder weiterzugeben. Dasselbe kann man auch bei Grafiken machen. Es gibt eine bekannte Bildersuche auch bei Google. Man wählt hier oben Bilder aus, geht dann auf der Seite zu Nutzungsrecht und kann dann hier dann die entsprechende Lizenz sich dann auswählen. Das bedeutet, dass ich Grafiken, die ich hier gefunden habe, dann, wenn ich sie mit der richtigen Lizenz, mit der richtigen Berechtigung eingestellt habe und auf der Seite dann auch kontrolliert habe, ob das wirklich ist, ob die Suchmaschine nicht geirrt hat, könnte ich dann zum Beispiel die Grafiken, die ich gefunden habe, wirklich bearbeiten und weiter verändern, könnte sie jemand anderem weitergeben, könnte sie auf meiner eigenen Webseite vielleicht zum Download anbieten und könnte sie aber auch dann verkaufen. Weitere Möglichkeiten ist hier zum Beispiel der Begriff Define. Wenn ich Define Doppelpunkt und dann danach einen Begriff angebe, bekomme ich in der Regel hier dann eine Begriffserklärung angezeigt. Und so kann ich mir alle möglichen Dinge über Google dann zum Beispiel erklären lassen. Das wäre hier mit Define. Andere Möglichkeit ist Info. Wenn ich hier Info verwende und danach eine Internetadresse hinschreibe, werden mir Informationen zur Webseite eingeblendet. Das sind die Informationen, die in dem Fall hier zum Beispiel der ORF über sein eigenes Webangebot eingegeben hat. Zum Schluss wieder der Verweis auf die in der Präsentation verwendeten Grafiken und ein kleiner Verweis auf weiterführende Informationen im Internet.
Danke für die Aufmerksamkeit.